Der eSports Basic Manager soll erstmal Licht in das Dunkel bringen. Er soll einfach mal diesen großen Dschungel an Möglichkeiten, an Potenzialen oder auch an Besonderheiten erstmal erklären, soll demjenigen sozusagen eigentlich wie ein Kompass dienen, dass er sich in dieser Welt zurechtfindet und überhaupt erstmal jegliches Teilsystem des Ökosystems versteht.